Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch eine weitere Variante des S-Clip-Armbands zeigen, und zwar dieses Dreifache. Ich habe das in Regenbogenfarben gemacht. Ihr wisst ja, ich mag die Regenbogenfarben immer am liebsten. Ihr braucht dafür 36 Gummis. Ihr könnt natürlich auch andere benutzen, außer den Regenbogenfarben. Und ihr braucht 60 S-Clips, also eine ganz schöne Ansammlung. Aber bei mir haben sich so viele angesammelt. Ich denke mal, bei euch ist das ganz genauso. Bei den Großpackungen sind ja immer unglaublich viele dabei. Die kann man gar nicht alle benutzen. Und deswegen finde ich, ist das eine ganz schöne Alternative. Und ja, dann geht es gleich auch schon los mit der Anleitung. So, ihr braucht 3 von diesen einzelnen Regenbogenarmbändern aus S-Clips. Dafür startet ihr mit einem einzelnen Gummi, was ihr doppelt nehmt und dann dort einen S-Clip einhakt. Das Ganze sieht dann so aus. Dann macht ihr weiter auf der anderen Seite des Clips und hakt dort 2-mal ein orangenes Gummi ein. So. Dann hakt ihr in das orangene Gummi den nächsten S-Clip ein und immer so weiter, immer 2-mal einhaken, also die Gummis immer doppelt benutzen, sonst wird das zu lang und labberig und ihr bleibt überall hängen mit den Gummis an eurem Handgelenk. Das Ganze sieht so aus. Wenn es fertig ist, so, nach dem 12. Mal hängt ihr das Ganze dann wieder vorne in Rot ein. Der Verlauf ist Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila. Ich habe das auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, jetzt könnt ihr das nochmal ganz genau sehen. Jetzt zeige ich es halt nur einmal so kurz. So geht es halt von der Grundidee her. Und von diesen Armbändern braucht ihr 3. Hier ist Nummer 2 und Nummer 3 und dann hängt ihr, das habe ich hier schon mal gemacht, in jedes der Gummis von 2 Armbändern einen weiteren Clip ein. In jedes Gummi habe ich einen dritten Clip eingehängt. Das eine lege ich mal zur Seite, dieses hier ist fertig, das zeige ich euch mal genauer. Also es ist in jedes Gummi ein weiterer Clip oben eingehängt, einfach reinklipsen. Und dann nehme ich mein Armband. Das Ganze soll so ein bisschen versetzt den Verlauf haben. Und dafür klipse ich jetzt aus dem Orangenen. Ich lege es einmal so. Ich starte hier mit Orange und gehe mit Orange hier in Gelb. Und klipse es hier mit rein. Bei Grün mache ich dann das, bei Gelb hier, klipse ich jetzt in Grün. Bei Grün in Blau. Der Verlauf ist jetzt von vornherein vorgegeben. Man könnte auch zum Beispiel 3 unterschiedliche Armbänder machen, in 3 unterschiedlichen Farben und die dann zusammen machen. Hier mache ich das Ganze, wie gesagt, in diesem Verlauf. Dann treffen sich immer, wie gesagt, hier auch 3. Und das mache ich jetzt, wie gesagt, einmal rundherum. 12-mal. Und das letzte ist hier jetzt das Rot, das in Orange geht. So, alle drin. Und doppelt habe ich es jetzt schon. Man könnte es auch so tragen. Sieht auch super süß aus. Und jetzt mache ich Nummer 3. Jetzt gehe ich hier in dieses Armband rein und klipse Gelb wieder in Orange. Orange hier in Gelb
und das Ganze wieder einmal herum. So, dann nehme ich mir das dritte Armband dazu und lege es so, dass der Farbverlauf passend weiterläuft. So, also Orange geht hier versetzt weiter, Gelb hier versetzt und Grün hier versetzt. Ich starte hier einfach mal mit Grün, hake Grün ein in Gelb, dann Blau in Grün, Lila in Blau, Rot in Lila. Hier treffen sich jetzt immer vier in der mittleren Ebene. Orange in Rot, Gelb in Orange und das Ganze wirklich einmal rum komplett. Gelb hier rein in den letzten und das Armband ist fertig. So, ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich finde das Ganze super niedlich und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Und wenn ihr noch mehr Anleitungsvideos von uns sehen wollt, dann lasst uns einfach ein Abo da. In unserem Kanal findet ihr noch mehr Do-It-Yourself-Anleitungen und Loomband-Anleitungen. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, dann schaut auch mal bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei. Da sind wir auch überall dabei. Und wenn euch das Video besonders gut gefallen hat, teilt es auch mit euren Freunden und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.